20.485% plus. Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Gamble-Video auf Zero Skins Try Your Luck. Ich zeige euch am Anfang noch einen kleinen Weg, der jetzt von Kredl kam, also die Idee, wie man die Seite noch besser und effektiver nutzen kann, als ich es bis dahin dachte. Natürlich kommt aber zuallererst die Belehrung: Glücksspiel ist ab 18, es kann süchtig machen. In der Videobeschreibung findet ihr das Hilfetelefon bzw. einen Link zur Telefonnummer. Wenn ihr Hilfe braucht oder jemand anderes, den ihr kennt, Hilfe braucht, setzt euch dran und kümmert euch um die Leute. Da muss ordentlich reingeballert werden. Es ist echt kein Spaß. Mit Glücksspiel kann man richtig fett versacken. Also spielt wirklich nur dann, wenn ihr über 18 seid, wenn ihr euch selbst unter Kontrolle habt und wenn ihr hinzukommt, noch euer Geld unter Kontrolle habt. Wer mit gerade so noch ein bisschen Geld über den Monat kommt und dann meint, er muss Glücksspiel machen, der macht sich auf jeden Fall unglücklich. Macht das nicht, hört auf. Und zwar, ja, geht ihr aus Benefit Center, dann auf, Moment, dann seid ihr hier schon richtig, dann habt ihr die Daily Case, die ihr nämlich öffnen könnt, jeden Tag kostenlos, damit solltet ihr immer anfangen und dann kommt ihr auf eine Extra-Seite. Nicht wundern, das ist immer noch Zero Skins, ich weiß nicht genau, warum sie einen hier auf eine Extra-Seite umrouten, aber so ist es halt. In dieser Daily Case können diese Dinge drin sein. Ich mache jetzt mal auf, Achtung, da kommt auch ein ganz normales Opening halt, so. Ich habe jetzt irgendwas Krepeliges und zwar 50 Cent hätte ich jetzt oder halt 0,5 Coins. Und jetzt kann man schon überlegen, ob man, also wenn man die haben möchte, diese Coins, dann muss man einzahlen. Also kurzum, wenn ihr hier reindödelt und zum Beispiel diesen Daryl zieht oder was Größeres, ne, erst dann könntet ihr überlegen, hey, okay, ich zahle jetzt die 3 Coins ein, um mir schon mal das holen zu können, was ich hier habe. Dann könnt ihr immer noch, also direkt hier verfolgen im Task Center, dass ihr ja, wenn ihr jetzt einzahlt, 3 Coins, dann bekommt ihr mindestens 30, also 0,3 Coins, also 30 Cent, nochmal als Bonus obendrauf. Es kann aber auch mehr sein bei Daily Recharge. Ihr zahlt eure 3 Coins ein, um diese andere Waffe auszahlen zu können, die ihr halt bei der Daily Ding habt, und kriegt aber auf diese 3 Coins, die ihr einzahlt, dann nochmal mindestens 30 Cent, also 0,3 Coins obendrauf. Und so kann man sich schon so ein bisschen was zusammenrödeln. Und darauf folgt dann auch unser Giveaway-Raum. Ich will da noch nachfragen für euch, ob wir den Raum wieder kostenlos machen können, denn aktuell kostet er 3 Coins. Der Gedanke mit den 3 Coins, um das noch kurz zu Ende zu bringen, wäre halt, da ihr die ja eh schon eingezahlt habt, wegen diesem Daily Giveaway, könnt ihr dann auch noch hier bei mir reingehen in den Raum. Der ist aber gerade nicht da, ne? Aber das ist der Gedanke dahinter. Daily Case öffnen, wenn was Gutes kam, diese 3 Coins halt einzahlen, ne? Und dann vielleicht schon mit Plus rausgehen, beziehungsweise noch schnell in meinen Giveaway Room hier reingehen, weil ihr ja eh schon 3 Coins eingezahlt habt, ne? Auf die ihr dann wiederum einen Bonus bekommt. Also, das ist so the way to go. Der Raum ist jetzt doch wieder da. Und mittlerweile haben wir sogar noch fetteren Pot drin. Aber die Anmeldezeit bzw. die Einzahlungszeit ist hier irgendwie um eine Woche verschoben. Da frage ich noch nach, was abgeht. Kredl hat schon bestätigt, dass wenn man in diesem Zeitraum eingezahlt hat, also letzte Woche, dass man dann rein kann. Er ist schon drin, also man kann jetzt wieder rein. Und er geht, oder wir gehen davon aus, dass wenn man jetzt reincasht mit 3 Coins, kann man hier nicht mehr rein, sondern erst in den in nächster Woche. Hier wie immer Bablock eingeben, ne, wisst ihr Bescheid. Um dann reinzujoinken. Ich kann nicht in meinen eigenen Raum. Hihi. Einzahlen geht wie immer hier auf Deposit. Ist ziemlich einfach. Ich mache heute keine lange Erklärung. Bum, bum, bum. Einfach durch. Ja. Und schon kommen wir nach gerade mal 5 Minuten der Aufnahme zum eigentlichen Case-Opening. Ich habe euch letztes Mal gebeten, mir zu sagen, welche Cases ich öffnen soll. Einmal wurde sich die Akihabara-Bagheera-Case gewünscht. Und zwar mit einer möglichen Akihabara, oder? Ja. Wir machen direkt, weil wir jetzt auch wirklich dick auf dem Konto haben, direkt 5 auf und schauen, was passiert. Los geht's, meine Damen und Herren. Ich werde auch nochmal jetzt in die Besprechung mit den Leuten von Zero Skins schreiben, ob man da nicht irgendwie mal einen Sound aktivieren könnte, hier in diesem Modus. Und da haben wir erstmal dick ins Klo gegriffen. Wir machen es aber direkt nochmal auf, denn ich spüre jetzt, dass da zumindest so eine Kill Confirmed oder eine Icarus oder irgendwas kommt. Auf. Und da haben wir ja schon wieder nur Kotbatzen am Start. Aua. Also einmal geht noch. Alle guten Dinge sind 3. Und übrigens, diesbezüglich wurde ich jetzt von 2 verschiedenen Personen angeschrieben. Die Frage war, ob es sowohl so ist, dass diese 5% auf jedes einzelne goldene Item treffen. Oder ob es eben, das kann ich später bei einer anderen Case nochmal besser zeigen, so ist, dass dieses Teil jetzt zum Beispiel dann einen viel, viel, viel geringeren prozentualen Anteil hat an dieser 5% Chance als zum Beispiel die hier oder die anderen halt. Ne? Und zwar bei den ganz billigen hat Kredl gemeint, sieht man das sehr gut. Er hat hier übrigens ein Knife gezogen, der alte Lackbeutel. Er meinte, wenn man jetzt hier reinguckt bei Latest Prices, dann sieht man, dass wenn man
also wenn die goldenen Sachen kommen, dass es zumindest hier in dieser Übersicht hauptsächlich die Revolver sind und nicht die Knives. Und das ist eben die Überlegung dahinter, dass wenn diese 5% eintreffen, dass dann nochmal eine Unterscheidung stattfindet, kriege ich jetzt mit das hier mit 0,00% oder eben die hier mit 4,8% oder sowas, wisst ihr? Und diesbezüglich werden wir später noch ein paar Tests machen, indem wir einfach diese ganze Kiste diverse Male rollen. Ja? Die nächste Case ist die Collection Case. Collection heißt die einfach nur. Da ist auch schöner Kram dabei, vor allem kann man nicht auf eine Groundwater fallen, was ja schon mal nett ist. Hier gehen wir auch jedes Mal mit 45 rein. Ich mache jetzt hier auch wieder diverse Male 5 Stück direkt auf, um einfach ein bisschen Fortschritt oder eben auch Rückschritt zu sehen. Und wir gucken mal rein. Eine Prime Conspiracy und eine Bamboo Forest ist ja schon mal ganz nett. Ich hätte jetzt schon gerne mindestens ein goldenes, wobei wir hier auch ein goldenes hatten mit dieser Prime-Dingenskirchens, aber halt auch eher so ein schlechteres, sage ich mal. Ne? Oh, 51, na also, sogar plus gemacht. Die 5-7 Berries and Cherries und die Hot Rod, beide sehr leckere Teile. Ich denke, da werde ich auch mindestens eins von beiden später mit in unsere Ding nehmen für die Giveaways. Und wir machen weiter mit der, Moment, Water Planted Bamboo Case. Da bleiben wir bei einzelnen Öffnungen, das ist klar. Uff, also ein Weilchen soll das Video ja schon noch gehen, ne? So, wir machen hier auch wieder mindestens dreimal auf. Und die Wild Lotus, ich glaube, das war das, was Kebab sich gewünscht hat. Die Akaha Hibibira Dingens Konzept war von Poli gewünscht. Und, oh Gott, wie knapp! Ihr könnt auch gerne hier wieder Kisten vorschlagen. Wenn ich nicht gerade ein spezielles Topic vorhabe fürs nächste Mal, von wegen nur 10% Cases oder 20% Cases, was weiß ich, dann nehme ich sehr gerne eure Kisten einfach an und stell die dann vor. Also, mach mal so eine X-Ray oder so eine Fire Serpent. Gönn doch einfach mal richtig raus jetzt. Los. Aber beim dritten Mal, da ist der Win dann schon drin. Ich mach die Augen zu und dann läuft's immer. Pass auf. Ching, ching, blank, blank, boys and girls. Naja, schnell weg. Wir gehen jetzt an die Luxury Gamma Doppler Case. Das war unten bei den Fetten, glaube ich. Das war bei den Fetten. Da müssen wir jetzt langsam sogar nach dem Geld gucken hier. Das ist diese hier. Da machen wir auch noch eine auf. Ich glaube, letztes Mal hat mir diese ein bisschen was gegönnt. Darum habe ich mich da gefreut gehabt. Aber da kann man trotzdem auf die Groundwaters fallen. Also hier wird das Geld richtig schnell verschossen heute. Leute, Leute. Wenn hier nicht gerade was Goldenes rumkommt, dann wird es für die Gesamtbilanz heute schon kritisch. Oh, shit. Okay, das tut echt weh. Das tut richtig weh. Wir haben hier noch die SG553. Also die hier. Die hier ist sicherlich gemeint. Ich habe das Leerzeichen vergessen. Wie sieht die aus? Auch wieder Groundwater. Ekelig, ekelig. Aber komm, da kann man trotzdem zwei auf einmal aufmachen. Ich bin mal so frei. Zumindest was Lilanes. Zumindest. Minimum. Auf. Ja. Ja, naja. Mit 62 rein, mit 37 wieder raus. Ich rieche da schon ein goldenes Item. Ich kann es so ein bisschen schmecken auch schon. Ah, ich hätte mal die Animation skippen können. Wir müssen gucken, dass wir halt auch noch genug haben zu unserer Feststellung später mit den Prozenten. Mensch, schade. Also, die ist geil. Auf jeden Fall. Die Neon Rider in Minimal Wear, richtig geiles Ding. Sweet. Wir haben sogar Plus gemacht. Wir sind mit 46 eben raus. Aber ich hätte schon gerne noch was Goldenes gehabt. Auf jeden Fall. Nee, aber ich jetzt kann ich die Groundwater direkt schmecken. Somit sind die von euch erfragten Cases bereits fertig oder leer. Jetzt können wir direkt in das von mir eben angekündigte gehen und mal ganz kurz so ein paar Studien aufstellen. Gretel meinte, wie gesagt, die hier ist sehr, sehr nice bezüglich dieser goldenen Geschichten. Also, wir denken das nochmal ganz kurz durch. Wir haben 95% Crab zu bekommen, wobei hier auch keine Groundwater am Start ist, sondern eben nochmal etwas Besseres. Besseres. Und dann haben wir eben das hier. Und man denkt jetzt, wow, ich habe 5% Chance, den zu bekommen. Oder das, oder das, oder das, oder das. Aber die Denke dabei ist eben, dass jemand hat das so ausgedrückt, wenn man 5% auf die hier hat, dann hat man 4,9% auf das und die hier haben die restlichen. Die restlichen Prozente bis hoch zu den vollen 5 aufgeteilt. Und vielleicht auch hier weniger als hier. Oder hier weniger als da, so rum. Ne? Das können wir jetzt einfach in so einer Feldstudie ertesten. Wir machen jetzt diverse Male auf und gucken, dass wenn wir goldene Dinger bekommen, wie oft es eben der Revolver ist, beziehungsweise wie oft es die Knives sind. Oder gar nichts, aber das zählt hier natürlich nicht rein. Wir gehen mit 1,23 raus und mit 2,55 rein. Hier macht man auch keinen Riesenloss. Wie schon gesagt, Groundwater sind hier nicht drin. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Kiste, gerade wenn man mit ganz, ganz wenig Geld reingeht. Dann hat man halt nie diesen kompletten, einmal Revolver, nie diesen kompletten Drop. Also bei 1 von 1 Revi-Olver. Na, na, na. Ich weiß nicht, was, ich skippe gleich auch die Animation, dass wir ja nicht so lange warten müssen.
Hier haben wir wieder nur Kartoffelwurst. Warte mal, ich mache hier mal Skip Animation. Und jetzt bollern wir mal richtig durch. Pass auf, jetzt wird durchgezogen. Ich dachte gerade, eben wird ein 3 Knives gewonnen. Ich habe doch Skip Animation gedrückt, ey. Revolver. Bing. Hä? Ist das irgendwie kaputt? Irgendwie will das nicht so, wie ich will. 209 plus ist das übrigens, ne, wenn du einen Revolver bekommst. Da ist der dritte Revolver. Okay, okay, okay. 2,45, damit 10 Cent verloren. Wir schauen ein weiteres. Warum skippt ihr das nicht? Ein weiterer Revolver ist am Start. Ich mach's jetzt halt nochmal kurz an und danach wieder aus. Vielleicht... Bin ich dumm? Alles klar, alles klar. Ich raff meinen Fehler. Ja, ja, ich hab's aus... Warum... Hab ich's, ich habe die Chancen ausgemacht, ich Affe. Naja gut, ich habe das vorhin verrafft. Ich dachte, ich hätte da rumgeklickt. So können wir jetzt besser durchrödeln. Also, wir haben hier Crap, Revolver. Das habe ich jetzt dumm gemacht. Weiß ich mal eine Strichliste und mache den fünften Strich nicht durch, sondern nebendran. Ne? Ein bisschen retarded. Also wir haben jetzt fünf. Wir haben fünfmal Gold bekommen und alle fünf Male war es der Revolver. Und überleg mal, es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5 Items, die Gold sind. Ich habe fünfmal Gold bekommen und jedes Mal der Revolver. Also... Ohne das offiziell sagen zu können. Es kommt mir so vor, als wäre es so, wie es bereits schon von Kreddel und von, lass mich ganz kurz überlegen, was Latze? Es war noch jemand Zweites, vermutet wurde. Blumio war es. Und zwar, dass diese 5% nicht gleichmäßig verteilt sind auf die. Komm, einmal noch. Bumm. Schotter. Ist jetzt so eine Empfehlung von mir. Wie gesagt, nichts Offizielles, aber lasst euch da mit den Prozenten auch nicht täuschen. Ja. Wisst ihr was? Vielleicht nehme ich mir vor, dass ich nächstes Mal einfach keine einzige aufmache, in der Groundwater drin sind oder Groundwaters, um dann zu gucken, ob ich dann eher mit Plus rausgehe als anders. Und hier sind es nur 2%. Du hast 2% Chance. Ich mache mal ganz kurz auf. 2% Chance, dass was Goldes kommt. Und dann ist wahrscheinlich halt, was ist hier das Schlechteste? Sind die das Schlechteste? Weiß ich nicht. Ja, natürlich kommt die Groundwater. Ja, klaro. Na sicher. Das ist das hier AWP und AK und M4. So heißt die Kiste. Keine Groundwater. Da gehen wir rein. Komm direkt fünfmal. Da ist, ich sag mal, zu gewissen Prozenten Plus drin. Aber auch zu gewissen vielen Prozenten Minus. Schauen wir mal. Na, na, na. Oh. Mit 9,95 rein und mit 7,07 wieder raus. Das ist schlecht irgendwie. Das ist ein bisschen schlecht. Also da habe ich mehr erwartet. Hopps und eine Neon Revolution. Gönn doch einfach mal. Ja. Ja. Neon Revolution. Hm. Schon wieder das Gleiche. Okay. Ist dir doch hingefallen oder was? Ist die kaputt? Und einmal noch mit Skip Animation. Da kenne ich nichts. Denk dran, ich spiele hier nicht mit meinem Geld, ja? Behalte das immer, immer, immer im Kopf. Dann gehen wir hier mal wieder raus und gucken aber noch in die letzte Overseas rein. Was könnte da dabei sein? Eine Kill Confirmed, ja, die wäre natürlich ganz cool. Desert Eagle, Code Red, Pipapo, Kartoffelwurst. Die Monster Mashup immer gern gesehen. Ich habe hier 3 goldene. So, mit 6 raus. Wir sind mit 4,95 rein. Minimal Plus. Das habe ich heute bis jetzt sehr selten gesagt oder sagen können, glaube ich, dass ich hier mit Plus rausgegangen bin irgendwo. Also von unten gesehen. Groundwater. Bei den Stickern kenne ich mich nicht aus. Hier sind noch andere Dinge als Groundwater drin. Hier überall Groundwater. Ganz unten. Das ist wurscht. Hier ist auch überall Groundwater drin. Dann gibt es noch die Heartbeat Cases. Die erste, die kein Groundwater hat, mache ich auf. Ah ja. Da kommen wir doch schon langsam in den Bereich, der mir gefällt. Du zahlst $10 und kannst diese Sachen hier bekommen. 90% auf den Schotter, 9% auf die und halt 1% auf die. Dann machen wir eine auf und gucken mal. Also es wirkt zumindest so, als wenn du da nicht so extremst fallen könntest. Ja? Weil ja selbst die hier unten eigentlich alle mindestens $1 wert sind, oder? Minimum. Wir haben jetzt hier mal die Warm God. Was kann die? 1,37. Ja. Also du machst trotzdem dickes Minus. Aber es ist halt nicht so... Von 77 auf Groundwater oder von $150 auf der Groundwater oder sowas. Auch wenn das kein großer Trost ist, natürlich ist dann so ein Ding nicht wirklich ein Trost. Wenn du halt weißt, oh, ich habe jetzt $1 oder sowas dafür bekommen. Was kann die Paw? $2 wahrscheinlich. 2,73, na also und weg. Dann haben wir noch die Gamma Doppler Case. Da gehe ich einfach aus Prinzip einmal rein, weil es grün ist und grün gefällt mir. Was ist denn hier alles Schönes? Die Living Color ist da auch. Cerberus ist ganz cool. Ja, die Groundwater ist... Ah... Na also, eine See you later. $15! Uff, nice, kleiner Gewinn gemacht. Dann gibt's noch die Fate Series. Was, können die was? Komm ich rein mal auf. Um mir mal schnell so einen grauen Skin auszahlen zu lassen, um zu gucken, was der so kann preislich. Oh Leute, immerhin. Hey, immerhin lila direkt oder halt Purp. $11! Schon wieder Gewinn gemacht. Also ich muss overall sagen, ich mache mit den kleinen Kisten, seit Anfang an, seit ich die Videos mache, immer bessere
Spiele, ich habe da einfach bessere Dinge als bei den Fetten. Oder sogar insgesamt dann mal ein Plus. Das hatten wir auch schon, ne? Dass dann tatsächlich overall am Ende ein Plus am Start war. Dann machen wir doch einfach, um das zu untermalen, auch die hier auf. Oh. Uff. Vielleicht etwas hochgepokert. Na also, Leute, sogar fast noch ein Knifflchen, fast. Schon wieder mit 9. 9,4 $ raus mit 5,2 rein. So, habe ich die Ebene aufgemacht? Nee, ich glaube nicht, ne? Kann man schon auch einmal öffnen. Wenn wir jetzt schon wieder nicht die Groundwater ziehen, sondern was anderes. Also dann ist aber fest. Schade. Aber bedenkt auch, wir haben hier nur 3 ausgegeben, ne? So, die Fuel Injector Case, sogar nur 2 Dollar. Es wird ja immer weniger. Ich hätte gerne einmal die hier und einmal die hier. Und los. Das sind nicht die richtigen. Cool Mint, die ist neu. Machen wir 10 auf. Da sind sogar Handschuhe mit drin. Also für 2 Dollar die Case. Wobei, wie gesagt, dieses Silver Shearing the Wolf irgendwas, die ist ja eigentlich noch krasser mit einem Knife drin. Ah, schade. Das will ich jetzt wissen. Gib mir jetzt einfach mal ein paar Handschuhe auf. Das sind aber tolle Handschuhe. Und dann haben wir noch die Bayonet Case. Die kostet aber direkt wieder 4. Da müsst ihr gucken. Es ist nicht weitergefallen. Machen wir auch eine auf. Und schauen mal, ob wir hier so eine Cyber Security oder eine Elite Build. Oder vielleicht sogar ein Knife. Komm, ich zieh's mal. Schade. Sag ganz kurz, nicht schlecht aus. Aber da war eine Groundwater dazwischen. Ekelhaft. Das waren die Dream Chasing Series. Da gibt's noch die Box Live Dinger. Und die New Cases und Recommended Cases. Knife Case, 37 Dollar. Ah ja, da bin ich doch schon irgendwie verleitet, einmal aufzumachen. 10% Chance, dass ein Knife kommt. Du weißt nicht, welches, du hast 10% darauf, dass irgendein Knife kommt. Hier ist zumindest schon mal nichts anderes dabei bei diesen 10%. Da ist kein Revolver oder sonst irgendein Schotter dabei. Du hast einfach genau das und fertig ist es. Achso, ich sollte vielleicht mal hochgehen. Dann gibt es ja noch eine AK-47 Case. Und ich würde sagen, da ist overall recht cooler Kram dabei, oder? Welche ist kacke? Red Laminate gefällt mir vom Aussehen her nicht, aber welche ist vom Preis her kacke? Die Legion of Anubis ist es, ne? Die nicht so fett ist. Na, wir gucken mal. Ja, da haben wir wieder blau, ne? Und ein weiteres Mal, aber diesmal mit geskippter Animation. Zack. Nochmal. Ich will nochmal. Wenn es so schnell geht, verfällt man noch viel leichter rein. Es gibt niemals die Animation, Leute. Macht das nicht. M4, A4. Ja, da gehen wir auch einmal rein. 1 Dollar günstiger als die AK-Case. Ja, sehr schön. Und dieser fehlende Sound ist... Ach Gott, wie knapp! Dieser fehlende Sound ist dann auch verantwortlich dafür, dass wenn ich hier draufklick, weißt du so, und dann hier unten rumkack, du kriegst ja auch gar nicht mit, dass schon irgendwas läuft. Ekelhaft! M4A1 ist 2 Dollar sogar nur. Aber auch nur 10% wieder hier. Was mittelmäßig Cooles zu bekommen. Wobei so eine Flashback, die geht auch. Also die Flashback gefällt mir persönlich auch ganz gut vom Aussehen jetzt her so, ne? Und da haben wir trotzdem eine, was ist das, Boreal-Kacke, ja. Ein borealianischer Wald. Noch 2 auf. Skip Animation, ich mache aber nur diese und mehr nicht. Und flupp, weg mit uns. Hier machen wir 3 auf und rein da. Für 1 Dollar pro Case kann man sich eigentlich nicht beschweren. Du kannst dir recht schicke Sachen bekommen. Mal gucken, ob ich da dabei bin bei was Schickem. Und nein, bin ich nicht. 42 Cent. Ich mache jetzt eine auf mit geskippter Animation und... Scheißdreck. Somit sind nur noch diese hier oben offen. Hot Selling Weapon. Hat, glaube ich, auch jemand vorgeschlagen. Also eine Neo-Noir oder auch die Phoenix Blacklight ist, glaube ich, je nachdem, in welcher Version sie vorliegt, 44 Dollar wert. Die hat nämlich Sneasel mal gezogen. Oh, Gold. Aber auch wieder so, ne? Preislich, ne? Eher im unteren Sektor der 15%. Die Glove Knife Case. Die haben uns ja eben schon ganz gut getan, die 15%, ne? Skip Animation, wir gehen einmal rein und los. Boom. Aua. Also, hier haben wir noch die Pistol Case. Gib mir jetzt so eine Kill Confirmed und dann ist gut, Leute. Da bin ich zufrieden. Gott, die sind so fett im Minus. Die machen wir, können wir gar nicht aufmachen. Und da sind auch wieder Groundwater. Nehmen wir nicht. Und die Onitai-Gi. Ah, ja, das ist sehr gut. 5%. Wir rocken jetzt die 5%. Los. Geh weiter. Scheiß drauf. Also insgesamt haben wir jede Case aufgemacht. In den letzten oder über die letzten 4 Videos haben wir alle geöffnet. Und jetzt gehen wir einfach nochmal für ein bisschen Spaß an der Freude hier in die Wolf-Ding rein. Und der 5 auf, skippen die Animation und machen 3-mal auf. 1. Revolver. 2.
gar nichts. Und drei. Shutter. Und jetzt gehen wir in die Secret Exploration. Wir gehen schon in die teure rein. Das ist klar, ne? Natürlich. Ja, ja, sehr gut. Ich mache hier, oh Gott, wir haben ja kaum noch was. Ich mache mal kurz eins auf. Ha, oh, wow, ganz schön dicke Gewinne. Die mache ich auch noch auf. Warte kurz, ich muss woanders rein. $1 schnell. Alle auf. Na also Leute. Ich fange jetzt an zu exchangen, hier schon, damit wir weitermachen können. So, ich will gucken, wie weit wir hier kommen. Schon wieder, wir sind jetzt beide Male nicht ins Minus gegangen, sondern haben ein bisschen was aufbauen können. Beide Male. Ich mache das dritte Mal auf. Richtig schönes Plus gemacht. Ich putte die weg. Also ich putte die mal kurz, bevor wir hier dann... Wenn wir gleich kein Geld mehr haben, gehen wir erstmal in den Backpack und rödeln dann noch ein bisschen rum. So. Ah ja, das tue ich schlecht. Und? Oh, jetzt wird's sehr eng, Leute. Jetzt wird's eng. Vor allem, wenn wir nicht langsam ein Plus reinkriegen hier. Ich meine, ins nächste Level kommen. Aber wir waren hier auch wieder im Plus. Also insgesamt machen wir hier doch... Machen wir hier Plus! Holy shit! $20 fast. Wir gehen mit 5 rein jedes Mal. Das ist krass. Das ist echt krass. Da wir uns vorhin eine geputtet haben, haue ich die wieder weg. Ich will das nächste Level. Ah, wow, okay. Da ist gar kein Plus rumgekommen. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, in diesem Teil hier, in diesem $1-Secret-Teil, insgesamt noch im Plus. Und diese kleinen Losers, die fangen dann das Minus sogar eher auf. Guck mal, da sind wir wieder im Plus. Leider nicht die Uncharted, die wir brauchen, um upgraden zu können. Man achtet hier oben auf das Geld. Wir waren hier wirklich schon sehr niedrig gestanden, als wir damit angefangen haben. Na, wieder ein bisschen Plus. Aber dass wir nicht die Dinge bekommen. Wunderlich, schon wieder Plus. Ihr seht's ja, also wenn ihr hier wirklich gamblen wollt und die ganzen Sachen für euch klar gehen, also ihr 18 seid und so weiter, wie ich es vorhin im Disclaimer gesagt habe, übrigens nur ganz kleines Minus, dann guckt ruhig, also sehr gerne natürlich in die Sachen rein, bei denen ich auch hier die chilligen Dinger rausziehe, schon wieder die fette Desiree. Also $35, guck mal, mit wie viel bin ich rein? Also in diese Ding mit 25 oder so. Und ich habe schon eine geputtet, denkt dran. Ich habe schon eine Desiree für $50 liegen im Backpack, ne? Ich habe die nicht weggehauen, schon wieder. Ja, na also, wir können das nächste Level. Na, ich mache einen Test für uns, das wollte ich eh testen. Ich will gucken, ob ich hier draufklicken kann und wir trotzdem ins nächste Level können. Ich teste es. Ja, können wir. Also ihr könnt die einfach verkaufen und trotzdem ins nächste Level gehen. Alles klar. So, hier sind schon schönere Sachen drin. Also das ist wirklich, das ist krass. Ich werde, glaube ich, nächstes Mal ausschließlich hier in den Secret Explorations rumhängen. $9,88. Es sind immer noch nur 5. Also es verändert sich nicht der Preis, nur weil ich jetzt bessere Dinge bekommen kann. Das ist krass. Selbst das ist, aha, direkt nächstes Level. Nice. Exchange. Ich bin im nächsten Level. Ich bin im nächsten Level. Alles gut. Dann wird automatisch verkauft und ihr ist nächste Level gegangen. Schon wieder Plus. Ich mache hier vielleicht ein paar Cuts. Aber ihr seht ja, dass ich im Plus bin. Ich schwöre euch, ich verkaufe nichts aus dem Backpack. Wenn doch, dann zeige ich es euch. Plus schon wieder. Na also, fast kein Minus gemacht. Na. Plus schon wieder. Ich mache jetzt hier einfach einen Cut bis zum nächsten entscheidenden Moment, bis zum Lose oder bis zum nächsten Aufstieg. Ha! Und tatsächlich habe ich ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache einen Schnitt, nur noch verloren. Guck dich das an. Guck mal. Ich habe nur Minus gemacht. Die ganze Zeit. Das, keine Ahnung. Vielleicht mal ganz kurz nicht. Aber ich habe die ganze Zeit nur reingeschissen. Wir lassen die ganz kurz stehen, denn jetzt gehe ich ins Backpack und verkaufe. Und jetzt gehe ich wieder in die Exploration rein, in diese $1. So war es dann eben die ganze Zeit. Ich habe dann nur noch solche Dinge gemacht und ein, zwei Mal zwischendrin nur Groundwater. Und sonst nichts mehr. Die können wir auch mal raushauen. Das ist auch ein geiles Ding. Put. Also ich hätte, wenn ich mit meinem Geld spielen würde, alle Gewinne genommen und wäre schon abgedampft. Sofort. Ich will nur gucken, ob ich jetzt noch einmal upgraden kann. Also das schmeckt. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. 20.485% plus. Dann machen wir jetzt mal Costa Quanda. $447 wert. Und die zweite Seite, sagen wir mal, $100 wert. Also $547, ja, sagen wir 550 plus die 50, die wir da oben haben, sind $600. Also wir haben jetzt noch $600 übrig von den $1.050, die wir am Start hatten. Also wir sind schon richtig, ja, ich dachte gerade, Alter, was ist denn hier los? Wir sind schon richtig fett gedroppt. Ich hadere jetzt hier halt ultra mit den Dingen zum Auszahlen. Ich weiß nicht, was ich da raustaken soll für die Giveaways, was gut reinpasst. Und vor allem, was wir schon lange nicht hatten. Knife-mäßig sind wir eh aktuell versorgt, da man richtig geil ist, das auch deutlich mehr wert ist als das. Ich werde jetzt hier einfach was aussuchen und dann gleich auscashen. Ich
Withdraw jetzt diese vier Items, die ich haben möchte. Es dauert kurz und dann gehen hier unten rechts gleich wieder die Böttericher auf. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Okay, die Hot Rod ist im Moment leider nicht tradebar und die andere Waffe auch nicht. Ich sehe gerade nur zwei Waffen. Kann passieren, wenn die Sachen eben nicht vorliegen, gerade aktuell auf der Seite selbst. Das ist so ein bisschen, wenn man in diese Items reingeht zum direkten Einkaufen. Okay, die ist da. Sehr schön. Wenn ihr hier auf Item Store geht und irgendwas kauft, dann müsst ihr auch hier gucken, das Inventory, dass hier eine Zahl steht. Wenn da eine 0 steht, wie bei dem Teil hier, dann kann man das Ding nicht kaufen, weil es gerade nicht da ist. Da wisst ihr was, vielleicht nehme ich einfach was anderes. Vielleicht nochmal die Desiree und so eine Mecker. Einfach um es fertig zu machen, einfach um es jetzt direkt abzuschließen. Und da haben wir sie jetzt im Inventar. Also hier die Berries and Cherries, hier die leckere Food Chain, dann diese AK 47 Point Desiree und die Mecker Industries. Ich bedanke mich hier wie immer bei euch fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, für was weiß ich alles noch. Dankeschön. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.